Blessings of Sigmar. Blessings of Sigmar, meine hochverehrten, auf Pferden stehenden Priester und die es werden können. Es geht mal wieder weiter mit der Chaos-Invasion Videonummer 8, wenn ich mich nicht irre. Und ich hoffe, ihr seid immer noch erfreut, diese Kampagne zu sehen. Also ich weiß, manche sind mehr erfreut als andere. Aber es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen es gefällt. Und oh nein, da kommt irgendwie so eine Kack-Chaos-Armee, die ich hier noch irgendwie platt machen muss. Bei Gelegenheit. Vielleicht machen wir das hier mit diesen Bienenhandkämpfern. Ja. Es ist, glaube ich, eine gute Idee. Kann ich da irgendwie einen anderen, besseren General reinsetzen? Der vielleicht gerade nicht tot ist? Nein? Shit. Egal, das wird schon gehen. By the Comet. Warte, Moment mal, ich bin nicht. Sigmar's will, come in peace. Ich hab keinen Medi... Ich hab doch ein Bündnis mit euch, oder? Minland, das Imperium. Warum seid ihr eigentlich nicht in meiner Konföderation? Fällt mir gerade auf. Merkwürdig, und ich kann auch kein gemeinsames Kriegsziel machen. Aber auf jeden Fall, die nerven mich. Oh je, mit 42 Nahkampfanfällen haben wir schon echt ziemlich viele Probleme. Ich glaube, wir sollten da tatsächlich hier eine Armee mit Bihandkämpfern machen. Das sind nur Außerkorone. Die kriegen wir schon kaputt. Die haben keine panzerbrechenden... Ja, schon irgendwie. So, mal 1, 2, 3, 4. Und was hat er gesagt? Was sagen alle? Granatwerfer. Gegen die Elite-Armeen, da würde ich sagen, okay. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Granatwerfer einiges reißen können. Dauern halt ewig, um zu rekrutiert zu werden. Gut, aber genug davon. Oh, Karl Franz könnte nach Süden gehen und alles erschießen, wenn er möchte. Aber das Primärziel der Kampagne ist es, weiter Speerträger und Musketenschützenarmeen aufzubauen. Die kommen sogar so nah dran, dass sie auch gegen die Tiermenschen hier unterstützen können. Und ich würde mal sagen, das sollten wir auch tun, so gut es geht. Die sind zwar erschöpft, aber die kommen echt weit. Wow. Dass die so weit laufen können, finde ich sehr gut. Wir können auch die anderen Armeen weit genug laufen, damit nicht eine Armee ganz alleine umgebracht wird. Ich glaube schon. Vor allem, die können ja auch weitergehen im nächsten Zug. Das ist perfekt. Okay, die kommen dahin. Das sind bestimmt Straßen eingebaut. Ja, die guten Straßen. Da geht einiges. So, hier haben wir jetzt Jäger. Was rekrutieren wir noch? Doch noch ein paar Granatwerfer. Damit das Koper sich freut. Nee. Warum dauern die Kanonen? Zwei Züge. Das ist mir ein Rätsel. Aber egal. So, weitere 57 Nahkampfabwehr. Speerträger, das sollte reichen. Der Rest kann normaler Fernkampf sein. So, noch ein paar Musketenschützen gegen Kavallerie mitnehmen. Ich würde sagen, das ist zwar möglich, aber ist das wirklich gut? Warum nicht? Komm, nehmen wir ein paar mit. Okay, okay. Jetzt wird mal wieder gekämpft. So, ihr seid da, ihr könnt unterstützen. Könnt ihr doch nicht mehr bewegen? Natürlich geht das nur nicht, weil ihr mittendrin seid im Gegner. Haltet die Linie. Ja, das wollen wir auf jeden Fall haben. Haben wir Elite-Einheiten? Kaum. Kaum. Dann nehmen wir halt die Linie. So, okay. Wolfram Hartwig kann nun hier kämpfen. Er kriegt auch eine Unterstützung. Und unser Gegner nicht. Und er kann auch nicht weg. Beziehungsweise eigentlich kann ich sogar hier mit der Armee alles kaputt machen. Okay, ich glaube, das sollten wir tun. Gehen wir lieber mit der stärkeren Armee hin. Was? Oh nein. Verstärken auch noch.
Okay, aber er hat nur einen fast toten Zygor. Den kriegen wir schnell kaputt. Das müsste eigentlich auch so gehen, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Vor allem mit diesen guten Verstärkungstruppen mit 56 Nahkampfabwehr. Komm, das machen wir. Okay, los geht's. Es los geht's. Oh nein! Warum kommt meine Verstärkung von da hinten? Warum? Na toll. Okay. Das ist super. Eigentlich kann ich doch meine Truppe direkt hier, kann ich ja eigentlich fast direkt vom Schlachtfeld laufen lassen. Bis die Verstärkung da sind, ist viel zu spät. Naja. Irgendwie wird es schon funktionieren. So, immerhin sind sie da. Ein paar Pistoliere haben wir. Und wir haben einen fast toten Balthasar Geld. Ohne Zaubersprüche? Nee, doch. Der hat Zaubersprüche. Immerhin. Okay. Und Verstärkung gibt's ja. Es gibt Verstärkung. Die brauchen nur eine Weile. So. Helmut Feuerbach. Plus 50 Wachenschaden. Das ist sehr gut. Ihr bewegt euch. Kommt. Schnell. Den Zügel machen wir sofort platt. Der hat... Wie viel Lebensenergie hat er? 118. Perfekt. Der ist erledigt. Und die Verstärkungen sind da. Gut, bitte geht in Position. Das sieht mal nach einer Armee aus, die mir gefällt. So, die Luminar darf schon mal vor. Höllensturmraketenlafetten bleiben erstmal da, wo sie sind. Gegnerischer erste General ist gleich tot. Okay, und unsere Aufstellung bewegt sich bald in Position. So, okay, die werden jetzt überrannt. Und die ganze gegnerische Armee kommt hier auf diese Seite. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Das kommt auf jeden Fall unerwartet. Das heißt, ihr könnt euch hier auch weiter bewegen. Ihr geht aus dem Plänkel-Modus raus, damit ihr anständig abhauen könnt. Und weiter. Ihr müsstet doch eigentlich viel schneller sein. Geschwindigkeit 90, die anderen haben Geschwindigkeit 78. Ihr müsstet turbomäßig wegkommen können. Hochverehrte Pistoliere. Nein, unser Gegner hat seinen Frieden gefunden mit seiner Position. Gut. Gut, ihr kommt hierher. Okay, die Sichtweite, die Sichtbereich ist jetzt nicht so optimal. Aber egal. So, unsere Armee ist hier im Moment in Position und die Artillerie beginnt zu schießen. Ein Feuer, ein Schuss des Luminax auf die Minotauren, bitte. Zeig, was du kannst. Automatisches Geräusch. Oh ja. Zwei erwischt.
Mission und Erfolg. Okay, ihr schießt jetzt bitte hier drauf. Schießt bitte alle da drauf. Und ein weiterer Schuss bitte. Auf die Minotauren. Okay, Verstärkung kommen. Hier schießt auf diverse Einheiten um diese Typen herum. So, wir hauen den Rostfluch auf die Minotauren. Okay, unser Gegner hat sich dagegen entschieden, hier anzugreifen. Ist okay. Ist okay. Okay, die erste gegnerische Einheit ist vernichtet. Jetzt machen wir die Minotauren kaputt. Gut, okay, hier kommt ein gegnerischer Ansturm. Bitte stehen bleiben und feuern. Feuert, was das Zeug hält. Und hier bitte auch. Und ihr bitte auch hier. Und ihr bitte auch hier. Schießt, schießt, schießt. Gut. In meinem Spiel gegen Zaxbane oder wie er hieß, war auch eines der Probleme, dass mein Luminant nicht geschossen hat, wenn er schießen sollte. Sowas ist immer ein Problem. Okay, die Armbrustschützen. Schlagen sich ganz gut. Okay, hier halten wir die Stellung. Bitte macht die Minotauren kaputt. Will ich nicht haben. Luminar, eine Salve hier in die Seite, bitte. Gut. Wenn uns allerdings auch langsam die Verstärkung hier auf der Seite ausgehen. Zugegebenermaßen gehen uns hier langsam aus. Spearmen! We are ready for the Emperor! Ready for war! No lingering! Okay. Oh nein! Oh nein, das war das falsche Regiment, das ich habe schießen lassen. Das war nicht gut. Aber ich denke mal, das müsste jetzt eigentlich schon gewonnen sein. Müsste jetzt eigentlich gewonnen sein. Und wenn wir hier den Gnargo-Streithagen noch tot kriegen, wäre das optimal. Bitte Kanone wieder besetzen, warum habt ihr sie nicht besetzt? Komm, setz sie. Dann kann ich nicht draufklicken, endlich. So, ihr schießt ihn noch kaputt. Ihr lauft den hinterher, ihr lauft den hinterher, ihr lauft den hinterher. War ich irgendwo ein gegnerischer General? Habe ich gar nicht gesehen. Ungor, Speerkämpfer, Bestigor-Herde, Ungor-Plünderer. Hm. Nochmal. Ah, da ist der Großhäuptling. Kriegen wir den noch? Wird eng. Wird eng. Und das war eigentlich eine ganz okay Schlacht, würde ich jetzt mal sagen. Bin zufrieden. Ich bin zufrieden, und dass die Jäger im Vorwärtsgehen schießen, ist auch eine tolle Sache, wenn man Tiermenschen verfolgt.
Na gut. Pferdefu und dazu Endbringer sind erledigt. Meine hochwerten Zuschauer. Höllensturm-Raketenwaffetten, endlich mal gut. Speerträger haben die Linie gehalten und sind dabei gestorben. Tja. Aber so geht's. So geht's. Der Riese sind tot, die Minotauren sind tot, Streitwagen ist tot. Sehr gut. So, zwei weitere Armeen besiegt. Das heißt, wir warten nun auf das Chaos. Level up für Balthasar Geld. Hat er irgendwas, was gut ist? Haltet die Linie, auf jeden Fall. Was hat er sonst noch? Hier, seine Artillerie ist eigentlich echt nicht schlecht. Obwohl natürlich die Elite des Imperators eine gute Sache ist, aber bis dahin... Geschossschaden plus 20% für Luminarium und Dampfpanzer. Wisst ihr was? Wir machen uns mal den Spaß. Und probieren das aus. Und wir können tatsächlich noch weitergehen. Und genau das machen wir auch. Obwohl ich diese Armee echt nicht so sehr mag, kriegen wir die hier kaputt mit dem Dampfpanzer. Schwierig. Aber kriegen wir die mit der Armee kaputt? Mit den neuen Informationen, die ich habe? Also geht es auch nicht, weil die sind ja in... Die machen jetzt gerade so eine Wach... Die sind gerade in Wachhaltung. Okay. Wir greifen auf jeden Fall an. Ja, die ganzen Minotauren nerven mich ein bisschen. Oh nein, die ganzen Zygonen nerven mich so richtig. Die Zygonen hätte ich echt gerne tot. Aber wie kriege ich sie tot? Balthasar Geld schafft's nicht. Die Höllensturmraketen auf Fäden treffen nix. Pistoliere werden kaputt geworfen von drei von denen. Die Kanonen könnten es machen, aber die kommen eben erst aus Verstärkung. Naja. Oh. Noch eine Armee. Noch eine Armee haben wir da gesehen. Ja, besser wir unterstützen mit allem, was wir haben. Zeig, was du kannst, Wolfram Hertwig. Okay, die zwei guten Armeen steuern wir. Das ist perfekt. Und den Dampfpanzer. Die Zygonen sind das größte Problem. Oh nein, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Zygonen. Okay, ich hoffe nur die Verstärkung kommt von meiner eigenen Seite und nicht irgendwo aus der Pampa raus. Wir haben gute Fernkämpfer hier in der Armee. Sehr gute Kavallerie. Okay, Verstärkung kommt von guten Seiten bei mir. Das ist schon mal was. Okay, Dampfpanzer, Priorität. Ausschalten der Zygoren. Der eine braucht nur einen Schuss, dann ist er futsch. So, dann kommt unsere Artillerie. Stellen Sie direkt hier auf. Reichweite ist gut genug. Okay, unsere Fernkämpfer. Werden eh nicht gesehen. Mit ein, zwei guten Salven werden sie alle tot. Für den Emperor! Nee, nur der eine Zygo ist tot, die anderen bleiben am Leben. Schade. Okay, ihr kommt in den Wald. Sind so eigentlich so ihr in den Wald. Hier unsere ausgezeichneten Fernkämpfer.
Wenn sich hier irgendwas nähert, wird's gnadenlos erschossen. Okay. Great Swords und Speerträger nach vorne. Jetzt sind das Reichsgardisten und die sturen Stiere. Euch brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht können wir euch hier hinpacken, ohne dass ihr gesehen werdet. Wir werden das prüfen. Unser General ist zu Fuß da. Okay. Gut. Dann mal los. Das wird bestimmt ziemlich herausfordernd. Okay, Verstärkung ist bereits auf dem Weg. Verstärkungen sind auch hier auf dem Weg. So, in Position bitte, in Position. Okay, die Kavallerie läuft. Kavallerie läuft. Eine Gegner ist leider noch am Leben. Schade. Okay, in Verteidigungsposition. Okay, den schwächen wir. Wie sieht's hier aus? Sieht ganz okay aus. Vernichten wir die Minotauren so gut es geht. Okay, der erste General ist vernichtet. Das ist gut, ihr geht in den Plänkler-Modus. Den General vernichten wir jetzt noch. Und wir können jetzt eigentlich zur Seite schießen. Diese anrückenden Mistviecher. Okay, der General ist erledigt. Oh nein, meine Zinders-Reichsgardisten werden absolut vernichtet. Keine Chance. Schade, was das angeht. Okay, der gegnerische General ist tot. Den Riesen werden wir so nicht bekämpfen. Ganz bestimmt nicht. Aber wir schießen auf jeden Fall hier in diese Gorherden rein. Hier brauchen wir noch ein bisschen Verstärkung auf der Seite. Bitte hier reinschießen. Gut. Gut, weil das die Kavallerie absolut erledigt war. Das tut weh. Oh nein, oh nein, das ist vielleicht ein bisschen viel. Was der Dampfpanzer gerade macht. Okay, die Fernkämpfer sind ihr Geld mal wieder wert. Gut, gut, gut. Okay, ich glaube, wir sollten mal nur Dampfpanzer helfen irgendwie. Okay, bitte jetzt hier die Minotauren erledigen. Und wir haben ein paar sehr schöne Möglichkeiten, Gegner zu vernichten. Ja, yeah, das läuft sehr gut. Oh nein, 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 hier läuft niemand hinterher, ihr bleibt schon da. Wo geht ihr alle hin? Okay, gut. Okay, unser General darf jetzt abhauen. Hier wird der Gegner gerade gut verschossen. Da
Das ist ideal. Weitere Salven bitte hier hinten, in den Rücken. Einheiten, ja. Oh, der Luminax da. Was machst du denn hier? Ready for war! Formation march! Okay, hier bitte diesen gegnerischen General exekutieren. Das wäre optimal. Oh, immer noch alles voll mit diesem Bastard. Zygorn. Luminak hat einmal geschossen, nichts getroffen. Soweit so. Alles normal. Keine Ahnung, wo meine Jäger alle in den Nahkampf gehen wollten. Ich fand das wohl cool. Ach so, oh, sie waren nicht im Waffenmodus. Das war dumm. Das war dumm, aber die Minotauren sind jetzt tot. Oh, das war ein schöner... Oh nein. Oh, sind jetzt überall die Zigeuner. Ja, sind jetzt Zigeuner. Okay. Zeit, die Zigeuner zu zerschießen. Zeit, die Zygoren zu zerschießen. Und zuerst mal hier diese Minotauren, schätze ich. Los geht's. Wünscht um Raketenwaffetten. Okay, die sind erledigt. Weiter geht's auf diese Seite. Komm, mach die... Oh, es sind so viele Zygoren! Oh nein. Den Riesen bitte kaputt machen. Das wäre super. Die zwei können sich zurückziehen. So, der Zygor ist tot. Hat uns leider auch fast tot. Oh, noch mehr Zygoren. Okay. Alles voller Zygoren. Die sind nur noch alle vergoren. Flugzigoren. Okay. Die sind tot, glaube ich. Wir laufen weiteren Einheiten hinterher. Hier bitte blockieren. Noch mehr Minotauren. Ach nee, noch mehr Zygoren. Ugh. Hellstorm Rocket Battery! Fire! The Heldenhammer! Okay, nochmal neu positionieren. The Empire endures! Oh nein, alles voller Minotauren auf einmal. Ah, Verstärkung. Gut zu wissen. Den Luminar würde ich eigentlich nicht verlieren. Fand ich eigentlich schon ganz okay. Die müssen eigentlich abhauen. Der General darf sich auch zurückziehen. Hier brauchen wir eine Verteidigungslinie. Bevor wir überrannt werden. Denn das wird leider gerade unwahrscheinlich. Oh, der Luminar 2 General, der ist tot. Schade. Der
ist auch gleich tot. Auch schade. Immerhin sind Verstärkungen da. Gibt's eigentlich den Dampfpanzer noch? Okay. Zum Glück haben wir Minotauren. Und damit meine ich, zum Glück haben wir Bogenschützen gegen Minotauren dabei. Bitte geht alle in den Defensivmodus. Nein, der Züger ist auch da und nervt. Okay, ihr kommt vor. Unterstützt bitte hier. Er ist Sozins Kanone, darf abhauen. Okay, ein Regiment nach dem anderen fällt auseinander. Oh nein, Armee hat verloren. Mali fangen langsam an, Probleme zu bereiten. Aber immerhin, weitere Einheiten sind da. Aber auf der anderen Seite, weitere Minotauren sind auch da. Okay, jetzt kommen langsam die ganzen Bogenschützen zum Tragen, die wir noch dabei haben. Hier halt bitte ab. Genau so würde ich das sehen. Nächstes Minotauren-Regiment ausschalten, danke. Hier sind ein paar Regimente, die können sich zurückziehen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Genau wie bei euch, so wie es aussieht. Mhm. Die Linie bricht langsam aber sicher zusammen. Okay, weiteres Regiment auf der Flucht. Sehr gut, weiteres Regiment auf der Flucht. Auch sehr gut. Zygoren machen mal wieder alles gnadenlos tot. Standing by. Balthasar gilt. Okay, irgendjemand hat gerade... Gunst. Nicht ganz klar wer. Lass nur die Zygoren treffen mal wieder alles. Okay, weiteres Regiment Minotauren ausgeschaltet. Und die nächsten bitte. Dann reduzieren wir ihre Panzerung. Schießt sie kaputt. Okay. Okay. Dann los. Kommt. Gebe zu. Es ist doch alles ein bisschen knapper geworden, als ich mir das erhofft habe. Und die Zygonen treffen natürlich unglaublich. Okay, kommt. Bindet sie im Nahkampf. Bindet sie bitte im Nahkampf. Okay, vorwärts.
zerschießt sie. Schießt sogar auf meinen wundervollen Balthasar Geld. We are ready. Take position. Was ist das denn hier? Eine Grohrherde. Ausweichen! Sigma Preservers! Ich hoffe, die Kavallerie im Hintergrund gewinnt ihren Kampf gegen die ersten erbärmlichen Gorherden. Ihr habt 142 Panzer und ihr solltet das eigentlich schaffen. So, bitte erledigt diesen Zygor. Wie sieht's mit der Kavallerie hier hinten aus? Reichsguard Knights! Ja, Moral bricht langsam. Gut. By Sigmar's will! We are Sigmar's. Gut, okay, wir schaffen es. Oh, aber leicht war es nicht. Ach du Schande. Züger tot. Züger ist tot. Schnapp euch, wenn es geht, den nächsten. Das wäre toll. Ach du Schande. See to it. Ich hoffe, den kriegen wir noch kaputt. Das wäre toll. Ich glaube, mein Dampfpanzer ist irgendwann explodiert. Schade eigentlich. Ich mochte diesen Dampfpanzer. Quick march! Ah, die ganzen Zyguren. Die ganzen Zyguren waren einfach zu hart. Reichsguard Knights! Boopay! Kannst du nichts machen. Reichsguard! Die Kackviecher. Man musste sie umbringen. Komm doch nicht richtig ran. Und wir hatten nicht mal Granatwerfer in der Schlacht. Tja. Puh, aber okay. Aber okay. Die Verluste waren enorm. Boah, die Verluste waren wirklich enorm. Aber unser Gegner hat halt eben so viele monströse Einheiten dabei. Bastard. Dafür sollte der Tiermenschenansturm damit gebändigt sein. Oh, ist das grandiose Verlust. Der Lunga ist auch tot. Toll, warum habe ich das Update? Nehmen wir ihm das Upgrade gegeben. Hat niemand was gebracht. Naja. Ah. Okay. Ein Zygor, zwei Zygoren, drei Zygoren leben noch. Oh ne. Kanalisierungsstab, sehr gut. Noch eine Full-Stack-Armee. Jetzt wird's langsam unangenehm. Wenn der Full-Stack auch noch dabei ist. Das regeneriert sich außerdem gar nichts. Das ist ungeschickt. Das ist wirklich ungeschickt. Sigma, grant me strength. Warum habe ich Schützenritter mit Granatwerfen nicht geholfen? Yes, my lord. Okay, kann ich noch irgendwas ad hoc rekrutieren? Schützenritter mit Pistolieren immerhin. Ja, und so muss das jetzt reichen, oder? Obwohl, nee, hier haben wir eine Armee. Wir können jetzt sagen, okay, was soll's? Wir brechen das ab. Und wir gehen hoch. Um den Rest zu unterstützen. Ich glaube,
Das wäre besser. Und wir ziehen uns besser hinter den Engpass zurück mit allem, was wir haben. Oder? Wäre schon nicht schlecht. Es geht nur nicht mit der Armee. Okay, die Hellebardiere dürfen, die dürfen bleiben. Weil das Geld ziehen wir zurück. Wo kommt der? Der kommt eigentlich überall hin, nicht wahr? Wo ne, da sind wir in Sicherheit. Never yield. I go in his name. Chosen of Sigma. So. Der hat auch nicht mehr viel zu bieten, um ehrlich zu sein. Praise Sigma. Nee, wir brauchen die Unterstützung von dieser Armee hier unten. Sonst wird es alles nachher aufgerieben. Werden alle aufgerieben sonst. I serve Sigma. Ich kann nur hoffen, dass der nicht die Fähigkeit Blitzschlag hat, sonst sind wir alle tot. Okay, jede dieser Armeen einzeln kriegen wir, glaube ich, kaputt, aber wenn sie alle zusammenkommen, sind wir erledigt. Aber das sehen wir in der nächsten Episode. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und auf den Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.